Hallihallo Leute, ja, ein kleines Ankündigungsvideo zum Server. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt halten soll vom Server. Momentan hat niemand Lust drauf zu sein. Zwar schon Pixelmon zu spielen, aber nicht halt nicht auf dem Server irgendwie, weiß jetzt auch nicht wieso. Es ist einfach so, dass die meisten Leute einfach nur eigensüchtig sind und deshalb ja, dem Server und den anderen Community-Mitgliedern nicht helfen. Deshalb habe ich zuerst keine Lust gehabt und die anderen OPs auch keine Lust mehr gehabt. Und wir lassen ihn jetzt dahin vegetieren. Aber es geht weiter mit einem Server. Ich werde bald einen eigenen Server hosten. Dazu brauche ich aber ein neues Internet oder Zugang zu meinem alten Internet, vor allem die Daten von Swisscom. Aber dann werde ich einen Server wahrscheinlich hier von 3it machen, weil ich es einfach ein cooles Modpack finde und richtig coole Sachen gibt und so. Und dieser Server wird dann aber nicht so öffentlich sein. Ihr müsst euch anmelden, ihr müsst euch beweisen und dann kommt ihr rein. Sobald ihr irgendwas Blödes macht, fliegt ihr wieder raus. Er ist whitelisted, also versucht es da nicht reinzukommen. Ich möchte dann eine Entschuldigung, solange als die Entschuldigung nicht kommt, ignoriere ich jede Beitrittsgesuch. Also ihr dürft dann jammern, wie ihr wollt. Solange es keine Entschuldigung gibt, kommt ihr nicht wieder rein. Und ob die wieder reinkommt, hängt von der Entschuldigung ab und von der Besserung auch ab. Ja, es ist einfach so, dass wahrscheinlich MCPC Plus oder CraftBucket nicht funktioniert auf dem Server und wir damit kein World Guard haben, aber das wird sich hoffentlich dann zu Guten wenden. Eventuell geht es ja. Und ja. Noch eine kleine Ankündigung. Ich werde wahrscheinlich das Let's Play von 3it auf dieser Map fortmachen. Weil die andere Welt ist einfach grässlich und viel zu viel Wasser. Hier ist zwar auch viel Wasser, aber es gibt recht viel Festland dort hinten. Und ja, es sind viel schönere Bäume hier, auch Berge. Das gefällt mir so. Ich habe nicht allzu viel gemacht. Ich habe einfach hier mal ein Feld gemacht, ein paar Erze gesammelt und ein paar Kerne gesammelt. Also eigentlich habt ihr nichts verpasst und auch nichts mir gespöllert. Also ja, es geht dann einfach so weiter. Mal schauen, wie Fraps so funktioniert jetzt, weil ich habe sehr viele Programme deinstalliert, weil die meisten Programme einfach nichts Richtiges gemacht haben und so. Und jetzt geht es viel besser, weil Fraps hat schon extreme Schwierigkeiten mit der Performance und dann, wenn noch andere Programme dabei sind, ja, ist es schlecht. Also ja, nochmals zum Server, der wird extrem Community-reich. Es wird natürlich auch PvP geben, aber nur für die, die auch wollen und das auf externen Welten. Und ich lasse es zu, dass ihr auch Mistcraft-Welten machen könnt, aber sobald irgendwas überlastet oder so ist, werde ich diese deaktivieren. Ich werde es nicht deinstallieren oder so, aber einfach, ja, damit der Server dann nicht überlastet wird. Ich habe zwar 8 GB RAM, aber das habe ich, ja, das ist dann nicht so der Hit, wenn jemand das zu Missgunsten des Servers macht. Aber alles mit der Ruhe und ja. So, ja, bis zum nächsten News-Video. Ciao, euer Drago Basler.